Leute, Kramix hier, was geht, Paul Berger? Wir werden heute gemeinsam auf Most Funniest Moments in Sports reagieren, also auf Deutsch übersetzt die lustigsten Momente beim Sport so. Ich bin sehr gespannt, was da dabei ist. Wir starten rein in 3, 2, 1, lasst ein Like und dein Abo da. Vergesst nicht, mir auf Instagram zu folgen, dann würde ich sagen, bis dann. Haut da rein. Was? Kurz Abmoderation. Und dann würde ich sagen, wir starten mit dem Video. Let's go. The goalkeeper, which fooled everyone around by doing the unexpected. Schon wieder lost. Ey, was passiert jetzt mit ihm? Lol, Bro, er hat ihn hops genommen. Er hat ihn hops genommen. Alter, was war das für ein krasser Moment? When this diver was confident enough by taking a chance swimming in the murky waters, a shark suddenly appeared and wanted to play tag. Oh-oh. Oh-oh, ein Hai. Halt's Maul. Halt's Maul. Oh mein Gott. Das war ja ein ganz knappes Ding. Ey, wäre er nicht losgerannt, wäre das so ein cooler Savage-Moment, aber weil er rennt... A golfer hits the ball so hard that the golf club broke in half, which landed in the audience. Luckily, no one was hurt. I beat him. I knew I had a chance. I knew I was supposed to be there. And after that, it was, you know, it was... Wow. Oh. Oh. This inexperienced horse had a hard time trying to jump over a low obstacle. Warum, das ist ein Riesenpferd, warum steigt sich einfach über dieses kleine Holzbrett da drüber? Digga, das Pferd ist so dumm, Digga. Oh, Dummkopf. When this reporter thought she had scored a basketball shot, the guy next to her played along during her celebration, even though she didn't see that she actually missed. Here we go. Der Typ im Hintergrund hat sie einfach so hochgenommen. Great job. Well, I made it. Well, if you want to come out and have a... Hä, hey, warum wirft er den Typen ab? Oha. While gliding in mid-air, the women in front seemed to have dropped their glasses. Until somehow they came around and landed back in her lap. Ach krass, sie hat ihre Sonnenbrille verloren und sie ist... Aber ist... Und dann fliegt sie wieder quasi in die Hände. Hä, wie krass. Kan u ons al iets zeggen over Hasselt Kermis of de Geneverfeesten? Wel, we gaan er vandaag vanuit dat dat evenementen zijn die terug zullen kunnen doen. Oh, nee, tijdens het interview deze namiddag reed de man even aan, de burgemeester aan. Maar dat hij recht krabbelde, bleef de man van de put fysiek... A sign from above gave this woman a second chance when her first attempt at playing bowling did not go as planned. Hè? Kann man so lost... Was? Das habe ich ja noch nie gesehen, dass die Bowlingkugel einfach wieder zurückkommt. Die Kugel hat gar keinen Bock auf dich. Die Kamera ist broke. When 50 Cent the rapper tried to throw his first baseball pitch, his aim was far from perfect, which embarrassed himself in front of countless of fans. 50 Cent darf dir werfen und er wirft komplett woanders. Er wirft komplett woanders hin. If you want to win an iPhone 12, make sure to subscribe and turn on post notifications to be entered in the giveaway. Then just simply comment saying that you did. 50 to go and Melangeni is holding on. Alfonso on his shoulder. Zalani's not out of it either. It's anybody's race. Can anyone catch Melangeni? Oh, maybe somebody can. Is that our cameraman? He's matching him stride for stride. Wie schnell ist der Kameramann? Der Kameramann überholt ihn einfach. Just incredible. Melangeni will get the goal. The cameraman the goal. The baseball catcher accidentally hits the batter in the stomach while attempting at throwing the ball. Oh, wow. Two
one, two out. Luke Maley is up. The runner goes for third. It's a called strike. The throw hit the batter in the midst. Runner goes for third. It's a called strike. Hä? Wie kann denn so lost sein? Man sieht den doch voll. Die Hühner spielen einfach Fußball. This jockey found a better way to win the race by cutting corners so that he can maintain his speed and win first place. Bro, wo rennt der eine hin? Wo rennt der eine hin, Bro? Digga, wenn er das jetzt noch gewinnt, lol. Irgendwie irgendwas mit Wind, weil da der Wind irgendwie besser ist oder so und hat sogar noch gewonnen, krass. Was machen die da? Menschliches Curling oder was? When this baseball player got mad, he accidentally threw his helmet at one of his teammates' head, which made the other player also mad. Aber was hat er gemacht? Ach, er wirft seinen Helm dem anderen voll an den Kopf. A random guy walks into a boxing gym and tries to challenge a trainer, which he underestimated and gets smacked around in regret. Alter. Also kurz noch zur Erklärung. Der im gelben Shirt ist der Boxtrainer, also ihm gehört dieses Box-Gym. Und der Typ läuft einfach random so rein. Keine Ahnung, ob der betrunken ist oder so, dies, das. Und der Boxtrainer dachte sich dann so, okay, wenn du einfach random reinläufst, dann kannst du auch noch eine mitboxen. Und er verkloppt ihn einfach übelst. Krass, Digga. Die Ringer. Was macht dieser Schiri da? Habt ihr den Schiri gesehen? Ja, Leute, das war's gewesen von lustigen Sportmomenten. Da waren auf jeden Fall ein paar lustige Momente mit dabei. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis dann. Haut rein, Leute. Mehr Crimex. Ciao.